Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens eingeführt? Jo, da geht das schon gut los. Und wir haben direkt ein neues Auto freigeschaltet, weil wir Crewstufe 50 haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. So, ich könnte mir den theoretisch jetzt kaufen, aber ich werde natürlich noch nicht so früh mit dem Ferrari anfangen. So, was machen wir denn heute? Wir leveln ab in die Nacht. So, aufs Uhrzeit gucken. Geht jetzt gleich los. So, was haben wir denn hier noch für Rennen? So, offen. Haben wir noch irgendwas Schönes? Ja, hier oben. Ein Rundkursrennen. Gut, nehmen wir das mit. Wunderbar. Diese Crew, die Dreamkillers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst ihnen zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Blöd. Sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Wir fahren jetzt bisschen in der Nacht und bisschen. Hey, hier ist Wayne. Falls du interessiert bist, hätte ich. Gut, aber jetzt 18.000. Eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. Wir gehen jetzt ein bisschen Rundkurs fahren. Ich wollte gerade sagen, die Garage, die habe ich da schon. Mist. Steht der da vorne oder fährt der? Ne, der steht hier, ne? Okay, er checkt nicht, dass ich hier gerade über die rote Ampel gefahren bin. Das ist gut. Den Blitzer. Okay. Na dann. Rundkursrennen. Ein kleines Rundkursrennen. Plasma. Ziel soll Platz 1 sein. Das kriegen wir aber hin. Zwei. Eins. Go. Zwei Runden war. Also ist das halt ein bisschen was länger. Okay, das mal kurz zeigen, wo der Hammer hängt. Im Jungen da. Und jetzt fangen wir mal den Kollegen, der da vorne so ein bisschen rumgeistert. Bevor der mir hier unnötig weit wegzieht. So, jetzt sind wir wieder da schön dran. Die LKW, der fast nicht gesehen.
Ich habe einen noch direkt hinter mir kleben. Aber den ersten, den muss ich hier mal holen. So, hab ihn. Mit Rep können wir neue Teile freischalten, aber wenn wir wieder auf Tag sind. Gut, der war nicht so dramatisch jetzt, der Schaden. Der eine, der klebt mir noch ein bisschen an der Backe. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen weggekommen. Gut. Gut, dass die dann irgendwann schön zurückfallen. Uiuiui, das wird auf einmal hängen. So, der eine ist jetzt einen Kilometer weg. Den sind wir auf jeden Fall schon mal ordentlich los. Mhm. 500 Meter noch und dann haben wir das Ding hier. In der Tasche. Perfekt. Supi. Gut. Erledigt. Warte mal, dann nehme ich dann kurz das Ding hier noch mit. Komme ich da überhaupt durch die Mauer? Nein. Hätte ja klappen können. Ich meine, die Mauer kommt mal durch, mich manchmal wieder nicht. Wo ist das Ding? Da. Nimm mal mit. Ob ich da oben irgendwie rankomme. Kleiner Schild. Hab ich's. So, und ich weiß nicht, ziemlich mal, weil da kommt jetzt ohne dich Kopf. Haben wir noch irgendwie ein Rennen hier oben irgendwo? Noch sicher verfügbar, ja. Haben wir noch irgendwo ein Nachtrennen? Scheinbar nicht. Doch, da unten nochmal eins. Da unten nochmal eins. 180 braucht das, okay. Das heißt, ich verschwinde. Uiuiui, das wäre ein langer Weg. Würde langer Weg werden. Na gut, dann muss ich mich. Hab ich das Ding mitgenommen schon? Ach, oh, leck mich doch mal. Ich hab die ganzen. Weil ich hänge hier oben und das Rennen ist da unten. Vor allem stehen da unten Cops. Und da habe ich echt gesagt, nicht die Lust drauf. Warte mal, habe ich hier wohl noch eine Garage, die in der Nähe ist? Und fahren muss ich den Weg ja sowieso, ne? Warte mal, kann ich nicht mich hier importen? Oh.
Scheiße. Da plötzlich wird es gejagt. Warte mal. Sag bloß, ich werde jetzt komplett gejagt hier. Weil hier unten ist wieder ein Rennen. Gehe ich mal auf Nummer sicher und verschwinde mal in die Garage. Nicht, dass dann irgendwie wieder Kopf. So. In manchen Nächten geht es eben nur um Spaß, richtig? Nehmen wir mal mit, das ganze Ding hier. Und Level 12. Und ein neues Auto. Was haben wir denn freigeschaltet? Okay. Ich habe gerade neue Autos freigeschaltet. Gibt's Muscle Cars? Nein, ich kann's. Das ist mal zu DB5. Ferrari Testarossa. Okay. Das ist ein. Konkurrenz da draußen, ha? Gut. Dann bleiben wir in der Nacht. So, dann geht's weiter. Wer den mitbekommen hat, ich bin nicht ganz alleine. Also seht es mir bitte nach, dass zwischendurch auch mal Zwischengespräche kommen könnten während der Folge. Gut, wunderbar. Dann nehmen wir das mit. Dann ist der Weg jetzt nicht mehr so mega weit, wie der vorher schon war. Das ist eine Driftzone, brauchen wir jetzt gerade nicht. Gut, ich kann jetzt ein bisschen Gas geben hier. Sieht auch nicht so aus, als hätten wir jetzt gerade irgendwelche Cops. Jetzt Aktivitäten, die haben wir hier schon. Dankeschön. Moment. Mal auf zu dem Rennen hier. Da kommt ein Kopf, aber der ist weit weg, nicht auf unserer Route. Story-Ding. Ach, der ist hier. Dann nehmen wir das doch mit. Machen wir doch die Story. Dann machen wir das dann später.
Oh nein, ich habe nicht die Straße verpasst. Ich möchte nur das Ding hier gerne mitnehmen. Alles, was man mitnehmen kann, nehme ich auch gerne mit. Glaubst du, dein Sieg über die Speed Boys zählt irgendwas? Die Penner sind ein Scheiß gegen mich. Genau wie du. Von fertig machen. Ach, so ein Kopf-Kopf-Rennen, ne? Pass auf! Warst du schon immer so lahm? Was? Wenn man zu zählt? Okay. Da, da, klar. Ich sehe keinen Jackpot verpasst. Glück beim Start heißt noch gar nichts. Hey! Gott, wie war's so? Dann spielen wir das Spielchen so. Du hältst ja richtig dagegen. Ich lasse mir nur Zeit. Oh, mach weiter so. Hälfte haben wir. So, Vorsprung ist schon sehr, sehr groß. Ah, noch ist das nicht vorbei. Komm schon! Geschafft. Das war nur Glück. Darauf kannst du dich nicht immer verlassen. Warte. Gute Neuigkeiten. Yes, so kann's weitergehen. Du weißt, wo du hin musst. Dein nächster Gegner wartet schon. Gut, dann haben wir das auch. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwo ein Rennen, was ich jetzt noch... Ja, genau, das eine, was ich da unten hatte eigentlich ursprünglich. Jetzt sind wir natürlich wieder mega weit raus. Nämlich da oben. Und wir waren schon fast vor Ort. Gut. Aber das machen wir eh in der nächsten Folge, das Rennen, das wir ja eigentlich schon vorhatten. Ich fahre jetzt noch da eben hin.
So. So, dann sind wir gleich da. Da oben geht's lang. Auf dem Flughafengelände. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge.